hoffe, es gibt keine Probleme, aber es ist wie gesagt alles mit dem Betreiber abgesprochen. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr schon seht, bin ich in einer etwas anderen Umgebung als sonst. Und zwar befinden wir uns an einer Kiesgrube. Hier sind auch ein paar Baufahrzeuge, aber wir haben die Genehmigung hier zu suchen, also kein Problem. Und ja, hier war im Sommer jemand schwimmen und hat seinen Ring verloren. Ich wurde kontaktiert über Instagram. Generell, falls ihr sowas oder falls ihr Bekannte habt, denen sowas passiert ist, dann könnt ihr gerne mal schreiben. Ja, und wir versuchen heute einen Ehering, nee, es ist kein Ehering, es ist ein Erbstück, ein 150 Jahre alter Ring, wiederzufinden. Der ist wohl nach dem Schwimmen verloren gegangen wahrscheinlich. Sie hat ihn extra abgemacht, damit er nicht beim Baden verloren geht, was ja schon prinzipiell erstmal gut ist. Aber dann ist er irgendwie vom Handtuch irgendwo anders abhanden gekommen. Und per Sicht konnte man ihn nicht mehr finden und deswegen sind wir heute mit dem Metalldetektor hier. Ich hoffe, wir können ihn finden. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, ein paar Monate oder zwei Monate, egal. Ich bin gespannt, ob wir den finden können. Ihr müsst auf jeden Fall die Daumen drücken. So, das ist der See. Und hier ungefähr sind dann halt so ein paar Badegäste, die ihre Handtücher hinlegen. Und deswegen werden wir das ganze Stück hier schön absuchen. Wird bestimmt auch ein bisschen Müll kommen und so. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Kleingeld, aber... Ich hoffe wirklich, dass wir den Ring finden können. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Tageslicht. Es ist schon wieder relativ spät. Wir mussten eine Weile herfahren, aber ich hoffe, wir schaffen es noch. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze, bevor es gleich dunkel wird. Mal sehen, ob wir ihn finden können. Ich bin gespannt. So, wir nehmen die kleine Spule. Der Ring ist relativ klein, wurde über einen kleinen Finger auch getragen. Und zur Not haben wir aber auch noch die große Spule, damit werden wir am Ende vielleicht noch mal rübergehen. Aber erstmal probieren wir es mit der kleinen Spule. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Und dann suchen wir erstmal diesen Abschnitt hier ab. Und hoffen, dass wir mal gucken, also dass wir überhaupt ein paar Signale finden. Tonkorken, das ist klar, dass das kommen wird. Ich denke mal, der Ring wird vielleicht so ein 60er, 70er Signal haben. Vielleicht auch 80er. Aber ist ein Goldring, ne? Genau. Es kommt halt immer auf die Legierung an. Gold hat jetzt nicht den höchsten Leitwert, aber... sollte eigentlich ein ganz sauberes Signal verursachen. Ja, sowas zum Beispiel. 63er Signal, sowas ist eigentlich eine Abziehlasche auf jeden Fall. Also nicht auf jeden Fall, aber höchstwahrscheinlich. Ja, Abziehlasche. Aber so eine Signale müssen wir halt trotzdem mitnehmen. Weil, ja, der Ring könnte auch so ein Signal haben. Halt ein 63er, ne? So, es sind relativ wenig Signale, was ja schon mal prinzipiell gut ist. Das hier ist ein Kronkorken, das hat uns schon am Signal gehört. Nehmen wir natürlich trotzdem mit und machen wir hier auch gleichzeitig noch ein bisschen sauber. Aber ja, wenige Signale heißt natürlich, dass man auch die Chance hat, eigentlich das genau zu finden. Wenn jetzt hier richtig, richtig viele Signale wären, dann wäre es auf jeden Fall schwieriger. Das ist wahrscheinlich wieder ein Kronkorken. Eigentlich relativ sicher. So. Ja, da ist er. Aber lag jetzt auch schon ein bisschen tiefer. Aber wie gesagt, so tief dürfte er eigentlich nicht liegen. Ist ja noch nicht allzu lange hier. Naja, mal sehen. Kann natürlich auch immer sein, dass der schon weggefunden wurde, so an der Oberfläche von einem Bauarbeiter oder sonst was. Das wollen wir einfach mal nicht hoffen. Das ist ein perfektes 70er Signal. Also das ist bisher das beste Signal in die Richtung. Aber ist leider zu klein. Das ist nur ein Stück Kupfer. Okay, schade. Das wäre es, glaube ich, gewesen. So ein Signal müsste es ungefähr haben. Hm. Schon wieder ein Kronkorken. Du sagst, Max, die Chancen stehen gut, ja? Wenn er hier liegt, dann ja. Wenn er gefunden wurde, natürlich, ist schwierig. So, das ging einfach. 20 Cent sind schon mal drin. Oben drauf. Sehr schön. Muss man nicht mal graben? Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. So, was hier noch? Das ist ein Kronkorken. Kronkorken nehmen wir auch. Ist klar. Ah, da liegt er schon. Naja. Also wir haben noch bis zu dem Busch da vorne, auf dem Weg könnte es noch sein. Und wenn es hier nicht ist, dann wird es, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, den zu finden. Schönes 83er Signal, ist auf jeden Fall kein Müll, kann ich schon mal sagen. Okay, es sind wieder 20 Cent. Immerhin. Aber wenn hier schon mal Kleingeld liegt, ist doch gar nicht mal so schlecht. Das war an der anderen, naja, Badebucht möchte ich nicht sagen, an der anderen Stelle nicht so, dass wir da irgendwas anderes gefunden haben, da war eher nur Müll. Ich hoffe, es gibt keine Probleme, aber es ist wie gesagt alles mit dem Betreiber abgesprochen. Okay, nee, gibt keine Probleme. Alles cool. Probieren wir es mal weiter. So, eigentlich sehr gutes Signal, aber es ist schon relativ weit weg vom Wasser. Hier in der Fahrspur der... Ah,
Immerhin 10 Cent. Ne, 20 Cent wieder. Ah, 60 Cent, Spritgeld ist schon fast wieder drin. Komisch, dass das so weit hinten liegt hier. Ich weiß halt auch nicht, wie weit der Ring geflogen ist beim Handtücher rausholen, ne? Und in welche Richtung er kullert ist, wenn er da runter ist. Das ist natürlich dann, wäre blöd. So, wir probieren es jetzt hier unten einmal, falls der Ring halt hier runtergefallen ist. Ich hoffe, ich mache mir die Füße nicht allzu nass, obwohl sie das schon sind. Mal gucken. Ist natürlich jetzt schon ziemlich unwahrscheinlich mittlerweile. Ganz kleines 70er-Signal. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was ist das denn? Das ist einfach eine Musketenkugel hier. Mit Gussstelle sogar noch. Also schon etwas älter. Sehr alt sogar. Ist sogar nicht abgefeilt. Hätte ich nicht gedacht, sowas hier zu finden, aber kann man natürlich überall finden. Krasser Fund, aber nicht Ziel der Suche heute. Ah, 84er-Signal hier in der Pfütze. Scheiße, groß. Aber hat was von Goldgraben. Viel zu groß. Ja. Nur ein Deckel. Ah. Mist. Hm, wart ihr noch irgendwo anders? Außer dort? Ja. Ah, Mist. Momentan schon, ja. Der ist halt hier auch nicht so schnell in der Erde, ne? So bei Sand ist nochmal was anderes. Bei dem Kies hier. Aber ich glaube, wenn wir hier mit dem Ding nicht finden, dann finde ich gar nicht mehr. Nee, leider wohl nicht. Oh, wir haben es probiert. Ja. Fettes Stück Metall hier. Ah. Na toll. Bestimmt so ein mobiler Grill gewesen. So, ich wechsle jetzt nochmal die Spule und gehe nochmal grob überall rüber. Aber eigentlich habe ich das schon sehr, sehr gut systematisch abgesucht, muss man sagen. Aber noch ein Versuch schadet ja nicht. Jetzt sind wir schon mal hier. Also die Taschen haben eigentlich hier an so einem Einstieg gestanden. Das heißt, eigentlich müsste hier das ersehnte Signal kommen, aber es kommt halt nicht. Und dann kann man auch nichts machen. Es ist der Klassiker, Freunde, ich habe die Kamera nicht angemacht, aber es ist eine Kette oder ein Fuß- oder Armband oder so. Hm, relativ vergammelt, ich zeige es euch trotzdem mal dicht. So, dort seht ihr es. Also Silber wird es nicht sein, denke ich, ist zu leicht, vielleicht Aluminium. Aber das Ding ist, es war so ganz am Rand und wenn der hier verloren gegangen ist, dann hätte er auch hier einfach so abbrechen und dort ins Wasser fallen können. Ich habe jetzt hier den Rand zwar abgesucht, aber noch nicht so richtig das Wasser und das werde ich heute auch nicht mehr können, leider. Aber ja, immerhin schon mal Schmuck, es geht ja in die richtige Richtung, aber der falsche, ist einfach der falsche. Ja, mach ruhig. So, 77er Signal nochmal ein allerletztes hier zum Probieren, aber ist schon ganz weit weg da, wo der Ring eigentlich hätte liegen müssen, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass er das ist, aber ist trotzdem ein schönes Signal, das machen wir nochmal. Ah, schön, Müll. So, Freunde, das war wohl insgesamt nichts. 60 Cent konnten wir finden, den Ring konnten wir nicht finden. Wieder nicht Glück gehabt. Ich weiß nicht, das letzte Video war wahrscheinlich das, wo wir in dem Garten gesucht haben, wo etwas vergraben liegen sollte. Ebenfalls kein Glück gehabt, trotzdem schöne Funde gehabt da wenigstens. Hier jetzt ging es so, ich weiß noch nicht, ob ich es hochlade, aber ich denke schon. Waren jetzt insgesamt 6 Stunden Fahrt hierfür. Ja gut, man kann das Glück halt nicht herausfordern, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie ein bisschen gefallen. Ich fand es einfach mal cool, auf so einer Kiesgrube gesucht zu haben. Von daher, ja, hatte schon irgendwie was, hat auch Spaß gemacht. Wenn es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir fahren jetzt nach Hause noch eine Weile und ihr könnt ja abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dienstag, Freitag, 15 Uhr. Im nächsten Video wird es hoffentlich wieder erfolgreicher. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Glück, was uns heute gefehlt hat, an anderer Stelle wieder auftaucht. Also, macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Video. Haut rein.